Hallo zusammen, wir haben ein bisschen bei den Rahmen weitergemacht. Die Rahmenaufteilung haben wir bekommen zur Version 2021 mit Rahmenaufteilung für Schubladen, Türen und so weiter. Wird auch fleißig benutzt, scheint gut anzukommen. Und wie das halt so ist in der Softwareentwicklung, sobald man ein Feature shippt, kommen sofort die Wünsche. Und na klar, wir haben die Wünsche schon vorausgesehen und hatten schon letztes Jahr angefangen, an der Rahmenaufteilung ein bisschen weiterzumachen. Und wir haben jetzt Rahmen, die man wieder unterteilen kann. Das heißt, ich kann jeden Rahmen jetzt noch, genau wie die Frontaufteilung des Korpusmöbels, nochmal mit zusätzlichen Quer- und Längsfriesen unterteilen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist 2021. Da haben wir auf der linken Seite drei Schubladen, hier einen Rahmen mit Glasfüllung und hier einen Rahmen mit glatter Füllung. Und man könnte jetzt wollen, dass der Rahmen hier nochmal eine Teilung bekommt, unten eine glatte Füllung und oben eine Glasfüllung. Und das haben wir jetzt ermöglicht. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wir gehen also zunächst in die Frontaufteilung und aktivieren, wie gehabt, die Front, um die es hier geht. Und gehen dann hier auf Bearbeiten. Und neu ist, dass wir jetzt hier im Rahmen-Dialog die Aufteilungsleiste haben, die wir auch schon kennen aus natürlich der Frontaufteilung. Und wir können jetzt hier eine beliebige Anzahl Quer- und Längsfriese eingeben. Hier steht noch Fächer und Spalten, das wird noch geändert. Ist noch eine sehr frühe Version, die ich euch hier zeige. Aber ich kann mal auf Fächer lassen und kann mal sagen, ich möchte jetzt hier eine Aufteilung machen mit einer 630 mm, mit einem 630 mm Abstand. Und dann kriege ich hier mein Querfries. Jetzt habe ich im Moment noch eine glatte Füllung, die läuft durch, die möchte ich nicht mehr haben und gehe jetzt hier in die einzelnen Fächer und kann glatte oder auch abgeplattete Füllungen wechselweise einfügen und kann natürlich dann auch hier für die eingefügte Füllung mir aus dem Profaktor ein Glas holen. Oder wenn ihr keinen Profaktor habt, dann könnt ihr euch das Glas natürlich auch in den Tiercut anlegen, das ist ja klar. Dann kommt gleich die Textur mit und jetzt habe ich meine Aufteilung erzeugt, wie ich sie brauche. Und genauso könnt ihr natürlich noch weitere Aufteilungen vornehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier noch einen Längsfries haben wollt oder so. Das ist, wie gesagt, genau das gleiche Prinzip wie das, was wir schon kennen aus der Frontaufteilung. Und es kann in jede beliebige Richtung gehen. Auch hier kann man natürlich wieder die Füllung verändern und auch, wie gesagt, gerne eine abgeplattete Füllung nehmen. Habe jetzt kein Massivholzmaterial, deswegen bleibe ich mal bei der glatten Füllung. Aber das ist genauso wie das, was wir auch schon kennen aus der aktuellen Version, aus der Version 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf Beispiele, wenn ihr was habt. Wir brauchen immer mal wieder neue schöne Renderings auch für unsere Galerie. Schickt mir was zu und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und auf Kommentare und Fragen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.